Ich bin jetzt zum ersten Mal mit dem neuen Neo geklettert von Edelrid. Es ist echt ganz lässig vom Handling, also ganz fein. Man merkt jetzt gar nicht so einen großen Unterschied. Vor allem beim Klettern, es rutscht fein durch die Hand und man kann super einhängen. The NeoRap is very interesting because it's 50% recyclable and I think it's like a really big step in the industry. And what we call recycled is we are taking rope leftovers from our own production. We are sending them to an external partner who are making the yarn new for us. And we are putting this recycled yarn back into the rope. Edelrid trifft dann da sicher auch den Zeitgeist, dass es einfach wirklich an der Zeit ist, Sachen zu recyceln, wiederzuverwenden und schauen, dass man diesen ganzen Fußabdruck ein bisschen minimiert. Und das kann dann schon sein, dass das anfangs mehr Geld kostet, aufwendiger ist, aber man muss den ersten Schritt wagen und das macht Edelrid ganz gut, legt da vor. Ich bin mir auch sicher, dass da andere Firmen mitziehen werden. So you can see on the sheath of the rope where are the recycled yarns. These are the dark grey and light grey yarns. And you can see where the virgin yarns are. These are the green and blue yarns. In the core it's the same. We have 50% recycled yarn. This process is extremely complex. This is why it took us so many years from the idea of making a recycled rope to actually making a recycled rope. It took us years because it was really a difficult process to define the steps to get this quality of yarn again. This is what we achieved with the Neo 3R.